Herzlich willkommen in meinem Kanal Sammlerfreak. Mit der Serie Münzen sammeln, aber richtig, möchte ich euch einmal deutsche Münzen vorstellen und zum anderen auch Grundlagen für das Münzensammeln vermitteln. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. In diesem Clip möchte ich dir die erste 5-Euro-Münze der Bundesrepublik Deutschland, die unter dem Namen Planet Erde firmiert, vorstellen. Sie ist eine absolute Neuheit und warum, das erkläre ich dir gleich. Beginnen wir mit dem Auslieferungszustand. Die 5-Euro-Münze Planet Erde wird in zwei Ausführungsvarianten ausgeliefert. Einmal als Spiegelglanzmünze, die auch häufig als polierte Platte bezeichnet wird, oder als Stempelglanzmünze, die die normale Produktionssituation darstellt. Die Spiegelglanzversion wird von der Verkaufsstelle für Sammlermünzen in einer Klarsicht-Kunststoffbox ausgeliefert. Diese Box ist trapezförmig. Der Boden stellt die schmalere Seite des Trapezes dar. Diese Box ist umhüllt von einem blauen gummiartigen Band, das die Kappe fixiert. Die Spiegelglanzmünze ist in dem Kästchen aufgeständert. Die Stempelglanzversion wird normalerweise unverblistert oder ohne Kapsel ausgeliefert als Einzelware. Stempelglanz ist die normale Produktionsmethode, bei der die Münze durch die Presse läuft und normal ausgeworfen wird. Als Stempelglanz wird die Münze allerdings nur dann bezeichnet, wenn sie weitestgehend auch beim Auswerfen unbeschädigt geblieben ist und keine Hinweise auf eine Beschädigung durch die Verwendung im Umlauf aufweist. Wenden wir uns nun der Beschreibung der Münze zu. Die Münze ist dreiteilig. Auf der Vorder- oder Bildseite sieht man in der Mitte auf der Pille die Erdkugel abgebildet mit den Kontinenten Europa, Afrika und anschnittsweise auch Asien, Nord- und Südamerika. Die Pille oder Erdkugel wird umschlossen von dem blauen Polymerring, der in diesem Fall die Erdatmosphäre darstellen soll. Außerhalb des Polymerringes ist das Weltall durch die Darstellung von Planeten und Sternen gekennzeichnet. So zeigt diese Münze die Erde mit ihrer schützenden Atmosphäre im großen Weltall. Der Polymerring ist die eigentliche Besonderheit bei dieser Münze. Es ist die erste Münze, die einen solchen Polymerring mitverarbeitet hat. Die Farbe Blau soll natürlich die Erdatmosphäre darstellen. Um die Münzen bezüglich ihrer Herkunft zu unterscheiden zwischen den 5 Prägestätten, ist nicht nur das Prägezeichen, das Münzzeichen der Prägestätte aufgestempelt, sondern die blauen Ringe unterscheiden sich auch farblich, wie du in der Abbildung siehst. Aber noch einmal zurück zur Bildseite. Der Entwurf der Bildseite stammt von Stefan Klein, einem Grafiker aus Iserlohn, der in Wuppertal Kommunikationsdesign studiert hat. Aus der Feder von Stefan Klein stammen auch inzwischen mehrere Briefmarkenentwürfe, die auch realisiert worden sind. Das wesentliche Gestaltungselement der Rückseite ist der Bundesadler. Er stammt von Alina Heuer aus Berlin, einer Grafikerin, die einer großen Grafikerfamilie entstammt, auf die auch bereits viele Münzentwürfe und Umsetzungen zurückgehen. Der Adler hat den Kopf nach links gewendet, befindet sich in dem blauen Ring. Umschlossen wird der blaue Ring durch die Europasterne, oben die Wertangabe 5 Euro. Links unten auf dem Außenring findest du die Jahreszahl der Ausgabe 2016 und den Buchstaben der Prägeanstalt. Der Ring selber wird dann grafisch geschlossen durch die Herkunftsangabe Bundesrepublik Deutschland.
Auch der Rand der Münze ist beprägt mit der Inschrift Blauer Planet Erde. Zum Abschluss kommen wir noch zu einem zentralen Element meiner Beschreibungen, das Datenblatt. Hier habe ich dir alle wesentlichen Daten einer Münze, die ich besprochen habe, noch einmal aufgeführt, sodass du dich sehr gut orientieren kannst und eventuell auch deine Münze prüfen kannst. Tja, das war's für heute. Ich hoffe, du hast einige Informationen, die für dich hilfreich sind, mitgenommen. Wenn es dir gefallen hat, dann schau mal wieder rein auf meinem Kanal Der Sammlerfreak. Ich werde dir hier nicht nur Münzbeschreibungen liefern, sondern werde mich auch zu dem Gesamtthema Münzen sammeln, aber richtig äußern. Insbesondere darüber, wie man eine Münzsammlung aufbaut, wie man Wertigkeiten von Münzen bestimmt, wie man Münzen aufbewahrt und so weiter. Also schau mal wieder rein. Bis bald.